Herzlich willkommen zur 39. Episode des Vitamin Berge Podcast. Und heute zu Gast ist der Zeitraffer-Profi schlechthin, nämlich der Erin Karamann. Und auf den bin ich aufmerksam geworden über sein Projekt Zeitraffer Oberstdorf und habe dann gesehen, der hat noch viele andere geile Sachen, also Zeitraffer-Videos und auch viele, viele Bilder. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass er heute mal Frage und Antwort gestanden hat. Und mir ist gar nicht bewusst geworden, was der Unterschied eigentlich ist zwischen Fotografie, Zeitraffer und Video und warum Zeitraffer noch intensiver ist als Video. Viel Spaß dabei! Der heutige Gast, den ich im Podcast habe, der wurde mir von einigen Leuten schon genannt, unter anderem zum Beispiel von Willi. Und lustigerweise hat er mich dann sogar angeschrieben. Das war auch toll, weil er den Podcast gehört hatte mit dem Willi, glaube ich. Und auf einmal tauchte er überall in meiner Facebook-Timeline auf mit seinem Projekt für Jahreszeit Zeitraffer in Oberstdorf. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du dabei bist. Hallo Erin. Hi. Ja, danke, dass ich heute dabei sein darf und danke auch an Willi für die Nominierung zum Vorschlag. Erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du und wo kommst du her? Mein Name ist Erin Karamann, ich komme aus Sonthofen, das liegt im Allgäu und ich fotografiere gerne in der Landschaft, vor allem daheim im Allgäu, also auch in Bergen und bist du denn Urallgäuer oder bist du Zugereister? Nee, ich bin tatsächlich im Allgäu geboren, in Immenstadt, vor 27 Jahren und ja, jetzt bin ich immer noch hier und hier wird es mir auch nicht mehr wegtreiben. Hoffe ich. Und wie bist du zur Fotografie bzw. zur Bergfotografie gekommen? Das ist, also als Kind bzw. als Jugendlicher hat mich die Kamera, also die Fotografie schon interessiert. Wir hatten damals eine richtig schlechte Digicam und ich habe daheim immer irgendwelche Blumen fotografiert und dachte halt, boah, das macht echt Spaß und so. Und dann kam halt der erste Lohn mit der Ausbildung und dann habe ich halt dann irgendwann eine bessere Kamera gekauft und so hat das seinen Lauf genommen und das richtige Bergfotografie kam ich erst nach 2013, nach meiner ersten Islandreise. Da war ich in Island für 3 Wochen oder so und danach hatte ich erst richtig Lust, auf die Berge zu gehen. Davor war es eher noch so, ja, Pille-Palle-Fotografie. Und seitdem, wird immer mehr und immer, ja, noch intensiver, sag ich mal, die Berge zu erklimmen und die schönen Momente aufzunehmen. Gibt es da irgendwelche besonderen Ecken oder Regionen, in denen du unterwegs bist, beziehungsweise die du empfehlen kannst? Also gerade jetzt, wenn du quasi Urallgäuer bist, da kennst du dich ja aus. Also am liebsten treibe ich mich um Oberstdorf rum, also in den Bergen um Oberstdorf, weil die sind einfach sehr fotogen. Da hat man weite Täler, eigentlich alles, was man so braucht, Bergseen, schöne lange Bergketten. Natürlich ist die Ecke hin und lang auch nicht schlecht, aber die Ecke um Oberstdorf ist einfach für mich schöner, einfach noch größer und weiter und man hat Möglichkeiten. Da bin ich sehr gerne unterwegs. Kann man sagen, das ist so dein Lieblingsplatz oder gibt es da noch wirklich so eine spezielle Stelle, wo du jetzt nicht unbedingt die Massen drauf schicken willst, aber wo du sagst, da sollte man mal gewesen sein? Ja, da gibt es schon einige Plätze und eigentlich ist auch kein Platz mehr unbekannt, aber so die Ecke Geißalpsee oder Guckersee, da die Ecke, so, da gibt es schon einige Ecken, wo schon sehr schön sind. Und auch teilweise, also es kommt darauf an, zu welcher Uhrzeit man da hingeht. Weil wenn man jetzt tagsüber zum Beispiel auf dem Berg geht, dann ist ja immer viel los. Aber wenn man zum Beispiel in der Früh zum Sonnenauf- oder Untergang am Abend dann irgendwo ist, dann ist man eh meistens alleine, weil die meisten Menschen wollen immer gern ausschlafen. Beziehungsweise sind dann abends auch gern wieder daheim und liegen dann auf dem Sofa rum oder was auch immer. Und ja, da bin ich am meisten unterwegs, wenn die anderen daheim sind oder am liebsten.
Und wie hältst du dich da fit? Also wenn du jetzt mit Kamera früh und abends, das heißt, du bist mit Stativ unterwegs, du machst Zeitraffer, da brauchst du auf jeden Fall ein Stativ. Das wiegt wahrscheinlich jetzt nicht bloß 500 Gramm, sondern eher gegen 4 Kilo. Gehst du viel wandern? Halten dich deine Touren fit oder wie machst du das? Also seit letztem Jahr Frühling bin ich wieder beim Rennradeln dabei. Das heißt, im Frühling bis Sommer radel ich halt viel, weil da ist das Wetter schon schön, aber noch nicht fotogen. Da ist auch kein Frühling meistens, noch kein richtiger Winter mehr. Da habe ich dann Zeit für Sport, einfach zum Radeln oder was auch immer. Im Winter gehe ich Schneeschuh wandern. Ansonsten ein bisschen Krafttraining. Und klar, im Sommer halt dann die ganzen Bergtouren. Das ist dann quasi mein Training zugleich mit den Bergtouren eben. Okay. Und also ich hatte es ja schon im Intro so ein bisschen gesagt, so wirklich aufgefallen bist du mir ja danach der Ernennung quasi mit deinen Zeitraffern. Einmal hast du ja Mein perfekter Tag im Allgäu, glaube ich, dann die Lofotener. Genau. Und jetzt das Aktuellste, wo du auch über 50.000 Aufrufe hattest, das Video mit den 4 Jahreszeiten Zeitraffer von Oberstdorf. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ja, das war echt ganz witzig. Für Oberstdorf mache ich schon länger was. Und das Lofoten-Zeitraffer war 2017 für Sony Deutschland. Das war ein Projekt mit denen in Kooperation. Da war ich da 3 oder 4 Wochen auf den Lofoten, habe dann gesagt, ich mache einen Zeitraffer. Hatte von denen einen Koffer mit Kameras und Objektiven. Das Projekt hieß Alpha Dicted und damit war ich dann eben 4 Wochen auf den Lofoten und habe dann meinen Zeitraffer-Film von dort gemacht. Und dann war ich wieder daheim, der Film war online. Und irgendwann haben mich dann die von Oberstdorf gebeten, mal die zu besuchen. Und hatten dann die Idee, sie hätten gerne einen Zeitraffer-Film von Oberstdorf über 4 Jahreszeiten. Und dachte ich mir so, okay, krass, das klingt gut. Aber auch ist mit viel Arbeit verbunden. Weil 4 Jahreszeiten, das ist halt schon, man muss gefühlt jeden Tag halt dort sein und die besten Momente einzufangen. Und ja, es war eine lange Reise bis dahin. Hat auch lang gedauert, aber ich glaube, es hat sich gelohnt. Wie macht man so einen Zeitraffer? Also ein Foto ist klar, Video ist klar, Zeitraffer ist dann doch nochmal was anderes. Man hat jetzt zum Beispiel einen Sonnenuntergang oder man nimmt von dem Sonnenuntergang eine Stunde raus, also eine halbe Stunde vor und eine halbe Stunde nach dem Untergang. Ich stelle meine Kamera hin, auf Stativ natürlich, richte sie halt ein mit dem Motiv und wie es mir halt gefällt. Und macht dann in einem Intervall, also zum Beispiel alle 5 Sekunden ein Foto, also ein ganz normales Foto, wie wenn ich mit dem Handy ein Foto mache, alle 5 Sekunden zum Beispiel. Und zum Schluss wird es dann quasi nach mir arbeiten zusammengerendert zu einem Film. Das heißt, 25 Bilder ergeben eine Sekunde Film. Und wenn ich jetzt 10 Sekunden Film haben will, brauche ich 250 Bilder. Und so entsteht ein Zeitraffer. Ist sehr zeitaufwendig, weil ein Foto, ja, ich schaue durch den Sucher, mache ein Foto, bin fertig im Prinzip. Ein Video ist ungefähr dasselbe. Ich bin da, mache ein Video von 10 Sekunden Sequenzen und bin auch schon fertig. Aber ein Zeitraffer ist halt sehr zeitaufwendig. Das heißt, wenn ich jetzt, nehme mir an, ich will einen Zeitraum von 4 Stunden aufnehmen, dann muss ich auch 4 Stunden aufnehmen. Das heißt halt, 4 Stunden vor Ort sein, die Kamera muss da stehen bleiben, alle 10 Sekunden oder alle 5 Sekunden ein Foto machen, dann die Nachbearbeitung, das ist schon nochmal mehr Arbeit als nur ein Foto oder ein Video. Aber man hat halt auch schöne Ergebnisse, wenn alles passt. Wo ist da, also klar, es ruckelt halt, aber was ist der besondere Reiz am Zeitraffer gegenüber jetzt zum Beispiel im Video? Ist es ja beides bewegt eigentlich. Ich finde, ja, das stimmt. Das habe ich mir auch schon mal gefragt, warum ist Zeitraffer so schön oder was ist da das Besondere daran? Und für mich ist es einfach so, im Moment einzufangen, ein Foto ist schon schön, das zeigt schon das schöne Licht oder halt einen schönen Moment. Ein Video zeigt es im Moment ein bisschen besser oder intensiver. Aber ein Zeitraffer zeigt es für mich am intensivsten und am stärksten, weil man einfach diesen Moment vom Sonnenuntergang zum Beispiel, wenn ich da jetzt eine Videosequenz drehe von 10 Minuten reinem Film, nur von diesem Untergang der Sonne, dann wird das langweilig. Und im Zeitraffer kann ich halt diese 10 Minuten in, ja, wegen mir 10 Sekunden darstellen.
man hat halt die ganzen Emotionen und auch diesen schönen Sonnenuntergang halt einfach nochmal intensiver als auf dem Foto und also auf dem Video. Aber theoretisch könnte ich ja quasi das Video auch in dreifacher Geschwindigkeit abspielen. Richtig. Aber das erste Problem ist, dass die meisten Kameras nur 59 Sekunden aufnehmen können, Video. Die meisten, es gibt so mittlerweile Kameras, die können das auch länger. Und der größte Vorteil beim Zeitraffer machen ist, also wenn ich da jetzt alle 10 Sekunden ein Foto mache, mache ich den RAW. Das heißt, ich kann jedes Foto so bearbeiten wie ein Foto. Also mache ich auch. Und ich kann halt viel, viel mehr rausholen, beziehungsweise so bearbeiten, wie es für mich war. In dem Video bin ich da schon sehr begrenzt. Außer ich habe jetzt eine Red, die RAW filmen kann und viel Geld. Dann könnte ich das natürlich auch mit der Filmkamera machen, aber ich finde, im Zeitraffer, da kann ich halt, ja, wie soll ich das erklären? Da kann ich es mir halt so hindrehen, so wie es halt war. Wie beim Foto eben. Und beim Video ist es halt eher so, man hat halt einen begrenzten Umfang von Bearbeitungsmöglichkeiten, weil halt die Datenrate nicht so hoch ist bei den meisten Kameras. Ja. Genau. Machst du denn auch Video oder sagst du, nee, Foto und Zeitraffer, das reicht mir? Video mache ich schon auch gern. Ich würde gern mehr machen, aber irgendwie Video braucht mehr Vorbereitung. Wenn ich jetzt irgendwo bin und ich denke, so, jetzt mache ich mal so einen kurzen Film oder halt, also rein gefilmt ohne Zeitraffer und ohne Fotos, dann ist es schon so, da muss ich mir vorher überlegen, was will ich denn filmen, was will ich zeigen. Dann muss das abwechslungsreich sein, muss spannend gedreht sein, spannend geschnitten. Und da ich immer Stress habe beim Fotografieren, das heißt, ich komme irgendwo hoch, mache dann wegen mir einen Zeitraffer, noch Foto, mache noch nebenher Bilder, dann habe ich schon gar keine Zeit mehr zum Filmen, weil das halt viel, viel mehr, noch mehr Anspruch aufnimmt. An einem Zeitraffer zum Beispiel kann ich einfach laufen lassen, das heißt, ich stelle die Kamera hin, lasse die einfach automatisch aufnehmen. Und beim Filmen selber muss man halt dann auch selber das so machen, wie man es halt will. Also das heißt, man muss die Kamerabewegungen selber machen und halt alles nochmal sich überlegen. Und was ist noch beim Filmen ein Nachteil? Man darf sich keine Fehler leisten. Das heißt, beim Fotografieren, wenn da jetzt ein Stativ auf dem Bild ist zum Beispiel, dann kann ich es wegretuschieren. Beim Zeitraffer auch noch, weil ich kann ja jedes einzelne Bild bearbeiten. Und beim Filmen ging es theoretisch auch, aber es ist halt mehr Aufwand, beziehungsweise ich kann es vielleicht nicht, aber das ist halt, wenn man sich jetzt mit After Effects auseinandersetzt und das ein bisschen drauf hat, dann ist es auch kein Problem. Aber für mich noch ziemlich großes Neuland. Deswegen, ich mache zwar ab und zu mit der Drohne irgendwelche Kurzfilmchen, macht auch Spaß, aber mehr bis jetzt noch nicht. Was denkst du, wo wird die Reise hingehen? Foto, Video wird, also die Tendenz geht hier Richtung Video. Was denkst du, in den Bergen wird sich das auch vorführen, also fortsetzen, oder denkst du, dass dein Foto immer noch die Vormachtstellung halten wird in 10 Jahren? Eine gute Frage. Also ich glaube, Fotos wird es immer mehr geben als Videos. Aber ich glaube, der Drang zum Video wird größer, oder die Nachfrage, weil halt man kann halt noch mehr Emotionen zeigen als auf dem Foto. Aber es ist halt auch mehr Aufwand. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das so überhand nimmt. Glaube ich es nicht. Wobei es gibt halt schon viele Fotomenschen oder halt viele Fotografen halt, gerade durch Instagram. Und auch viele schöne Bilder natürlich. Aber wenige, also im Verhältnis dazu wenige schöne Videos, die halt irgendwas Schönes zeigen, wo man sagt, boah, das ist richtig schön oder richtig emotional. Deswegen, ich weiß nicht. Ich bin da. Ich glaube eher, dass die Fotografie schon mehr bleibt als die Videografie. Bin ich mal gespannt. Ja. Warum fotografierst du denn Berge? Also du bist ja, also Sonthofen, ich meine, da könntest du jetzt auch an der Iller Fische fotografieren oder in den Wald gehen und Blätter. Was treibt dich in die Berge? Ja, die Berge haben, das haben wir auch schon mal gefragt, warum ich denn nur, also halt hauptsächlich Berge fotografiere oder halt, ja, Berge und Landschaften. Puh, das ist eigentlich so, dass die Berge von Haus aus ein sehr fotogenes Motiv sind. Oder, also man muss nicht weit gehen, man hat schon ein sehr, sehr schönes Bild, ohne dass man viel sich überlegen muss wegen Bildaufbau. Man hat immer irgendwie
Das passt halt auch. Wenn ich zum Beispiel am Geißhalbsee bin und ich bin noch ein Stück drüber, dann habe ich schon ein schönes Bild oder noch einen Sonnenuntergang dazu, dann passt es auch. Oder jetzt hier das beste Beispiel hinter mir, die drei Zinnen. Wenn man da ist, dann ist einfach, das ist einfach immer schön. Am schönsten natürlich im Abend- oder Morgenlicht. Und das macht es halt als Land oder für einen Landschaftsfotografen ziemlich leicht. Man muss quasi jetzt nicht groß überlegen, was mache ich, sondern ich mache ein Foto und habe schon immer, passt immer ein gutes Foto. Und natürlich, weil ich halt hier wohne, ist natürlich auch klar. Wenn ich jetzt mehr ein Meerfotograf wäre oder halt so ein Seascape-Fotograf, hätte ich es hier ein bisschen schwer, dann müsste ich immer irgendwo hinfliegen, ans Meer oder so, was jetzt hier nicht so gut geht. Und deswegen eigentlich Berge. Und was macht für dich so ein gutes Bergbild aus? Boah, das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich finde, also meine persönlichen Favoriten sind nicht immer schöne Lichtstimmungen. Das heißt, Morgenlicht oder Abendlicht. Das finde ich immer schön und ja, ein besonderer Moment halt jetzt. Also nicht einfach nur ein Foto bei Nebel oder halt mit einer düsteren Stimmung. Das ist halt so, ja, für mich jemand, der keine Geduld hatte zu warten bis zum richtigen Licht, sondern schon die Bilder, wo halt eine besondere Stimmung widerspiegeln, ja, wiedergeben halt. Weil, ich meine, jetzt, ich kenne es von mir selber, wenn ich irgendwo bin, dann warte ich eigentlich schon so lange, wenn ich die Zeit habe, an dem Spot zu sein. Und ich gehe auch manchmal öfters an den Spot, bis das Licht passt. Weil ich habe halt so eine Idee im Kopf und denke mir so, okay, das will ich. Und manchmal bin ich halt auch zwei oder dreimal dort und bis es halt so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie findest du denn deine Motive? Also wenn du jetzt sagst, du gehst da dreimal hin, ist das dann Zufall? Und dann sagst du, nee, hier komme ich noch wieder hin, wenn das Licht gut ist? Oder wie suchst du die aus, beziehungsweise wo lässt du dich inspirieren? Also inspirieren lasse ich mich oft, klar, Facebook, Instagram, Social Media halt allgemein, aber auch im Allgemeinen so, wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt mal eine Bergtour machen, laufe ich halt irgendwo hin und habe dann schon im Hinterkopf, was könnte ich denn machen zum Sonnenauf- oder Untergang? Wie wird das vielleicht ausschauen? Dann, wenn ich dann zum Beispiel jetzt mal irgendwo hinlaufe, nehmen wir an Rindalphorn oder Hochgrat, dann laufe ich da halt hin am Tag. Einfach als eine Bergtour, einfach halt zum Genießen, einfach mal rausgehen. Und währenddessen habe ich schon im Kopf, was könnte ich denn hier anstellen? In der Früh oder am Abend oder auch nachts wegen mir. Und dann habe ich halt mein Handy dabei natürlich und diverse Planungen, Foto-Apps, wie auch immer, zum Beispiel Fotofilter oder so. Und mit denen kann man dann schon gut planen, wann an dem Tag geht die Sonne da und da auf. Das heißt, ich habe ungefähr einen Plan. Das könntest du hinhauen. Und dann könnte ich mir noch gut vorstellen, dass passt oder passt nicht. Oder halt, ich stelle mir dann vor, wie es ausschauen könnte oder wie auch immer. Und wenn ich denke, das lohnt sich, dann plane ich es halt nochmal eben zum richtigen Zeitpunkt, also in der Früh oder im Abend. Und bis jetzt hat es auch immer funktioniert, so wie ich es mir vorgestellt habe. Und so plane ich das im Allgäu zumindest. Also da gibt es schon oftmals irgendwelche Aktionen, die ich dann halt öfters mal machen muss, bis es halt passt. Aber jetzt auch wenn ich jetzt im Urlaub bin, dann kann ich sowas nicht so gut planen, weil man halt sieht es nicht so aus, man hat nicht die Zeit, wie jetzt hier, weil man hier wohnt, man hier kann man ja immerhin auf die Berge, also auf die Berge im Sommer zumindest. Und halt im Urlaub halt nicht, aber ja, so ungefähr kann man das sich vorstellen. Gibt es da so Lieblingsmotive für dich, also dass du sagst, Berg bei Sonnenaufgang oder es muss ein Bergsee immer mit drauf sein? Also mir ist schon aufgefallen, mir wurde auch schon mal gesagt, dass ich auch in Bildern sehr oft ein Bergsee drauf ist. Das stimmt auch. Und ich finde, wenn sich eine Bergkette im Bergsee spiegelt und die Spiegelung ist auch noch perfekt, also kaum Wellen oder gar keine Wellen, dann ist es für mich schon ein besonderes Bild. Das ist so, was ich halt gern mag. Spiegelungen oder ein Bergsee, das macht es für mich irgendwie noch ein bisschen wertvoller oder halt schöner. Und ja, am liebsten fotografiere ich tatsächlich zum Sonnenauf- und Untergang. Das ist mir 2018 aufgefallen, dass ich da eigentlich nur in der Früh oder am Abend unterwegs war. Kaum tagsüber, also echt wenig und auch viel nachts. Und das ist mir aber auch erst dann so aufgefallen, weil ich meine, tagsüber ist halt, es ist schon auch schön, aber halt nicht so, es ist kein Bild, wo du stehen bleibst und sagst, wow, das ist jetzt schön, oder halt kein Bild, wo raussteht von vielen. Weil in der Früh, wie gesagt, im Sommer haben wir Sonnenaufgang, im Juni ungefähr halb sechs, viertel vor sechs, je nachdem, wo man ist.
Das heißt, man muss schon gegen 2 Uhr aufstehen und 3 Uhr loslaufen, je nachdem, wo man hin will. Das heißt, wenig Schlaf, schöne Momente, tagsüber ist man dann müde und am Abend dasselbe. Am Abend geht dann die Sonne im Juni auch gegen 9:30 Uhr unter. Und das heißt, bis man vom Berg wieder unten ist, ist dann auch wieder 12:01 Uhr. Und im Juni ist halt der Schlaf nicht so sehr vorhanden. Aber dafür hat man halt schöne Momente oder halt schönes Licht und halt auch die Ruhe in den Bergen. Ja. Jetzt ist ja, die Kamera macht nicht das Bild, sondern der Fotograf, klar. Also die Ausrüstung ist nur teilweise entscheidend und trotzdem wichtig. Auf was achtest du denn, beziehungsweise was nutzt du? Also worauf ich achte, ist eigentlich, also früher war es mir egal, da dachte ich mir so, eine Kamera, die halt gewisse Daten oder Fakten halt oder halt das und das kann, die reicht mir. Und seitdem Sony 2013 oder 14 die erste A7 rausgebracht hat, achte ich aufs Gewicht. Also, ja, so halt, wie soll ich sagen, seitdem ich in die Berge gehe, kommt es eigentlich auf jedes Gramm drauf an. Weil ich habe meistens Gepäck dabei, so zwischen 15 und 20 Kilo, je nachdem, was ich vorhabe und wie viel ich dabei habe. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Canon-Body vergleiche, also einen ganz normalen Spiegelreflex-Kamera-Body, Vollformat, dann ist der von Sony halt einfach mal 300, 400 Gramm leichter. Nur das Gehäuse. Und das war halt für mich schon ein ausschlaggebender Punkt, dass ich einfach Gewicht sparen kann bei den Kameras von Sony. Und da ich meistens immer 2 bis 3 Kameras dabei habe, weil ich immer Zeit einfach mache und noch fotografieren möchte, summiert sich das halt. Das sind ja schon bei 3 Kameras schon mal fast 1 Kilo, was für mich dann schon wieder viel ist. Weil 1 Kilo schleppen und nicht schleppen, ist halt schon, das merkt man auf jeden Fall. Und zudem muss man sagen, dass die Sony-Kameras mittlerweile sehr innovativ sind. Beziehungsweise, ich glaube 2018 waren sie sogar Marktführer in dem Bereich spiegellos. Also sie sind sehr gut, die haben sehr gute Sensoren. Und für mich ist es einfach perfekt. Also klar, es gibt keine perfekte Kamera, die jetzt alles kann. Muss es auch gar nicht sein, aber die Sony-Kameras sind, ja, denen kommen hier klar. Die sind schon klein, sind leicht, haben einen guten Dynamikumfang und einfach entsprechend dem, was ich halt brauche. Worauf es noch ankommt bei der Ausrüstung, Objektive sind sehr wichtig, das heißt, man braucht gute Glasobjektive und keinen so einen billigen Plastikscheiß. Filter, ja, habe ich auch ein paar, nutze ich jetzt nicht so oft, weil ich vergesse es immer, die mitzunehmen eigentlich. Ich möchte es immer mitnehmen, denke mir so, ja, mach mal ein bisschen mehr Filter, aber oftmals denke ich mir so, ja, heute brauche ich sie eh nicht. Lohnt sich nicht und dann bereue ich es auf dem Berg. Klar, Stative sind auch wichtig, vor allem bei Zeitraffer, also bei Zeitrafferaufnahmen. Vor allem sehr stabile Stative, weil, ja, wenn es halt windet oder so, dann merkt man halt jeden Ruckler oder was auch immer. Muss man in der Nachbearbeitung wieder stabilisieren, aufwendig. Und das bereut man dann auch, wenn man dann keine gute Ausrüstung dabei hat. Und noch entscheidend ist eigentlich, ja, das war es, glaube ich, erstmal. Und gab es so einen Ausrüstungsgegenstand, der so die größte positive Auswirkung hatte? Größte positive, ja. Also wo du sagst, das war genial, dass ich mir das geholt habe? Ja, da gibt es schon einige eigentlich. Also letztes Jahr habe ich mir einen super Weitwinkel gekauft, 12 bis 24 mm auf Vollformat. Das war von Sony G-Master. Ein sehr gutes Objektiv, gute Schärfe, halt auch sehr hochwertig. Da dachte ich mir so, das hat sich gelohnt, diese 2000 Euro zu investieren. Und dieses Jahr habe ich mir das in Super Tele gekauft von Sigma, 100 bis 400 mm. Hat sich auch gelohnt, weil man kann halt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel aufnehmen. Also nochmal, klar, ein Zoom ist ein Zoom. Meistens hat man so ein 70-200 dabei. Aber 100, 400 ist halt nochmal doppelt so viel wie 200, klar. Aber das ist halt nochmal viel, viel krasser. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mondaufgang nehme und der Mond kommt gerade hinter dem Horizont hoch, dann kann ich es halt viel, ja, ich sag mal nicht krasser, viel intensiver aufnehmen. Und halt nicht viel näher am Objekt halt eben. Und das ist schon, hat sich auch gelohnt, ja. Aber ansonsten, ja, alles normal.
Was war denn so der schönste Moment oder der schönste Ort, wo du jemals fotografiert hast? Also ich sehe bei dir im Hintergrund die drei Zinnen, das finde ich schon mal genial. Gab es da noch was anderes? Also wenn ich jetzt so zurückdenke an 2018, war dieser Tag, wo dieses Bild entstanden ist, also an den drei Zinnen, das war der schönste Tag in 2018. Das war, wie soll ich es erklären, das war so, ich bin da hochgegangen, habe dort einen kennengelernt, mit dem bin ich zusammen da hoch zu diesem Spot gegenüber von den 13, also oberhalb der 13-Hütte. Und am Anfang war es ein bisschen bewölkt und dachte so, ja, das wird nichts. Und die 13 waren auch umhüllt von Wolken und ich dachte schon, ja, wird heute nichts mit einem schönen Sonntaggang. Und auf einmal, also die letzte halbe Stunde, kam das Licht am Horizont zwischen Wolken, Decke und Horizont raus. Und es war richtig golden, richtig rot, richtig gelb, also richtig schön einfach, also perfekt. Und da hatte ich dann richtig Stress, weil ich habe dann gefühlt 100 Zeitraffer gemacht, also verschiedene, zwei mit zwei Kameras gleichzeitig und habe noch fotografiert und bin sogar nach Drohne geflogen. Und es war richtig stressig, weil man halt man will halt alles einfangen, will halt in die Richtung fotografieren, in die Richtung, hier noch ein Zeitraffer, da noch ein Zeitraffer, da noch eine Filmsequenz oder halt mit der Drohne dann eben noch irgendwas fotografiert haben wollen. Und das war richtig stressig, aber es war der schönste Tag. Und ansonsten, wo ich mich noch erinnern kann, war letztes Jahr Lofoten, auch Mitternachtssonne, das war auch ein sehr schöner, goldener Moment. Also Sonne stand tief hinter den Bergen und das war auch sehr schön. Aber ansonsten, ja, in den Bergen ist eigentlich immer schön. Das kann ich nur bestätigen. Gab es aber auch mal so einen lustigen oder atemberaubenden Moment? Also ich hatte zum Beispiel den Andreas hier im Interview und der hatte da lustige Erfahrungen mit Eichhörnchen und Steinböcken. Gab es mal sowas bei dir? Irgendwo, wo du so durchschnaufen und... Nee, ja, so richtig noch nicht, muss ich sagen. Also mit Tieren hatte ich noch nicht zu viel Kontakt, leider. Oder gut so, keine Ahnung. Bin ich ja ganz über den Weg gelaufen, die hat ein bisschen geschnauft und so auf den Boden gestampft. Ich glaube, die hatte ihr Junges dabei und wollte halt nicht, dass mir dann da in die Richtung läuft. Aber ansonsten war bis jetzt nichts großartig Spannendes dabei. Also es war immer alles normal. Ja, nicht langweilig, aber halt, es war einfach nichts. Passt kein ja, alles gut. Und mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Jetzt die Wölfe in den Allgäuer Alpen herumschlendern, vielleicht passiert da ja mal ein witziger Moment oder gefährlicher Moment. Mal schauen. Welchen Rat würdest du denn jetzt anderen Leuten geben, die einfach ihre Bergbilder besser machen wollen, also schönere Bergbilder machen? Ich würde jetzt eigentlich sagen, zum richtigen Licht losgehen. Also das heißt, entweder zum Sonnenauf- oder Untergang, weil dann wäre ich ja nicht mehr alleine auf dem Berg. Nee, Spaß. Also entscheidend ist eigentlich schon das Licht. Das heißt, wenn jetzt das Licht passt, dann kann man eigentlich fast kein schlechtes Bild mehr machen. Außer klar, vom Bildausschnitt, das ist natürlich auch, das muss man sehen. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, da gibt es kein richtig oder falsch. Das muss einfach passen. Man muss halt in einem Bild irgendwie, ja, wie soll ich sagen, wenn man das Bild anschaut, muss man halt irgendwie gefesselt werden. Ne? Und Licht ist halt schon mal ein sehr wichtiger Faktor, dass ein Bild spannend wird oder halt anders wie jedes andere Bild, weil Bilder tagsüber, das ist langweilig. Also muss nicht langweilig sein, aber ist meistens langweilig, weil man es halt einfach kennt und halt nichts Besonderes irgendwie. Und so zum Sonnenauf- oder Untergang, das ist halt meistens am schönsten, weil das Licht eben schön tief flach reinscheint und dann, ja, das heißt nicht. Das muss man erleben, das kann ich schwer erklären. Aber wenn jetzt jemand sagt, er will jetzt bessere Bilder machen, dann zieh doch mal in der Früh oder am Abend los. Früh aufstehen oder lange wach bleiben. Genau, oder beides. Oder durchmachen. Welche Fähigkeit hast du dir so in den letzten Jahren angeeignet, wo du sagst, da bin ich jetzt, das hat meine Bilder verbessert? Fähigkeiten, ja. Also klar, ganz klar die Zeitraffer-Fotografie. Das hat mir halt so nach und nach irgendwie beigebracht, beziehungsweise halt einfach gemacht und probiert, wie funktioniert das, wie kann ich am besten aufnehmen und so. Das ist ganz klar. Und fotomäßig, ja, ich liebe es, gegen das Licht zu fotografieren. Auch wenn man früher gesagt hat, man darf nie gegen das Licht fotografieren. Das stimmt so halt nicht mehr, weil man halt viel bessere Kameras mit besseren Sensoren hat und halt einfach mal
ja, es funktioniert halt heutzutage viel besser als früher. Und für mich ist halt, ja, das hat mich weitergebracht. Eigentlich schon dieses frühe Aufstehen und das lange Wachbleiben. Und halt einfach viel probieren. Also da einfach viel machen, also viel fotografieren, viel probieren, viel Neues probieren. Auch mal auf die Schnauze fallen, wenn es halt nicht so gut geklappt hat, irgendwelchen Fototechniken oder was auch immer. Ja, so verschiedene Kleinigkeiten haben mich eigentlich weitergebracht. Und was möchtest du noch so in Zukunft lernen? Also was möchtest du noch verbessern oder komplett Neues machen? Also verbessern würde ich gern die Nachtaufnahmen. Da bin ich auch immer so euphorisch und bin so zum Beispiel Milchstraßenfotografie. Das ist halt immer, man sieht ja bei uns im Allgäu die Milchstraße auf den Bergen mit dem bloßen Auge, außer es bewölkt, dann natürlich nicht. Und dann denke ich mir so, boah, geil, jetzt mach ich ein Foto. Und am PC denke ich mir immer so, ich hätte noch ein bisschen was anders machen sollen. Oder halt noch ein bisschen eine Mehrfachbelichtung zum Beispiel, dass halt der Vordergrund wieder heller ist als die Milch, oder halt, dass halt das Foto dann zusammenbauen kann in Photoshop, dass halt das so ausschaut, wie es halt auch gesehen hast oder wie es dir halt, so wie es dir in Erinnerung war. So war es noch ein bisschen. Aber ansonsten schon auch das Thema ein bisschen mehr mit Video, dass man halt da ein bisschen mehr macht und halt auch dann ja, moderner Schnitt halt einfach noch. Also halt in die Richtung will ich schon ein bisschen was lernen noch. Jetzt hast du schon Photoshop erwähnt und vor uns noch anderes ja, After Effects. After Effects, genau. Ja. Mit was bearbeitest du denn die Bilder nach, beziehungsweise was machst du da noch? Also nimmst du da quasi nur das RAW und drehst da so ein, zwei Regler dran rum oder ist das schon intensiver? Also ich bearbeite meine Bilder zu 99% mit Lightroom, weil Lightroom hat das Tolle, man kann die Bilder halt in der Ordnerfunktion schön sortieren. Das heißt, das ist übersichtlich. Ich habe halt meine Ordnerstrukturen, kann halt meine Bilder einfach finden. Und das ist ja dankbar für mich, weil ich halt schon viel unterwegs bin und dann halt, wenn ich dann irgendwas suchen muss, dann ja, vergeht es mir irgendwann. Und Lightroom ist sehr bedienerfreundlich. Man kann, es ist eigentlich wie ein RAW-Converter, bloß in einem anderen Programm mit Ordnerfunktionen. So kann ich es, sage ich jetzt mal. Und Lightroom ist halt easy. Man kann schnell mit wenig Klicks viel erreichen, sage ich jetzt mal, wobei ich jetzt nicht so der Freund bin von den großen Bearbeitungen. Ich mag es gern unkompliziert. Das heißt, wenn das Licht schon schön war, dann klar, ich mache so meine Standardsachen, wie man halt so macht. Aber jetzt, ich meine, ich bin jetzt kein großer Lichtreinbauer oder wie auch immer. Also ich pushe das nicht so rum, dass es unbedingt so ausschaut, wie ich den Bock da habe. Für mich kommt es halt drauf, also für mich ist schon wichtig, dass das Foto schon so aufgenommen wird. Ist bei gutem Licht und ich dann auch das Bild so bearbeitet, dass es halt auch dann so ungefähr ausschaut, wie ich es im Kopf habe. Und deswegen mache ich viel Lightroom und Photoshop eher ganz wenig. Das ist halt so ein bisschen, sag ich mal, nicht komplizierter, aber man kann halt in Photoshop, also wenn ich nach Rom fahre und ich würde erst nach Grönland fahren und dann über die andere Seite der Welt nach Rom fahren wollen oder fliegen wollen, würde dann wäre es Photoshop die bessere Wahl. Also für mich ist Lightroom einfach das Maß aller Dinge, bei der wir arbeiten. Hast du da Presets oder machst du das individuell pro Bild? Nee, Presets habe ich nur also Zeitraffer habe ich so ein paar Presets abgespeichert. Bei Presets ist ja eigentlich nichts, ist ja nichts Schlimmes. Presets sind ja eigentlich nur Vorgaben, die ich abspeichere. Und dann einfach wieder ohne viel Aufwand herzaubern, also hernehmen kann, wie ein gespeicherter Filter, also in dem Programm. Aber ich mache halt immer alles so per Hand, weil Presets passen nicht immer auf jedes Bild. Also es mag schon sein, wenn ich jetzt nur Sonnenaufgänge und Untergänge fotografiere, dann würde diese eine Preset vielleicht schon passen, aber es ist ja auch langweilig, wenn ich immer nur draufklicken muss und schon fertig bearbeitet habe. Das ist ja. Da fehlt auch irgendwie der Reiz, weil ich bin ja keine Fabrik, die jetzt hier die Bilder raushaut wie am Fließband, sondern es soll ja auch Spaß machen, aufzunehmen und ein bisschen bearbeiten, halt es eben so hinzubauen oder hinzubearbeiten, wie es halt auch dann war. Deswegen habe ich keine Presets oder nutze ich eigentlich keine.
Gibt es irgendwie so Ratschläge oder Annahmen, die in der Welt kursieren, wo du sagst, das ist totaler Quatsch, was die da sagen? Ja, da gibt es schon einiges. Zum Beispiel nicht gegen das Licht fotografieren. Das war ja bis vor, ich glaube, ein paar Jahren noch schon so ein hoher Punkt, wo man gesagt hat, ja, man soll bloß nicht gegen das Licht fotografieren. Das ist nicht, das schaut scheiße oder halt nicht gut aus. Das stimmt so nicht. Also man kann ohne Probleme gegen das Licht fotografieren. Das ergibt sogar oder erzielt sehr schöne Bilder, also vor allem zum Sonnenuntergang natürlich oder halt Aufgang, bei tiefstehender Sonne halt. Und ansonsten, viele haben immer so ein Jammer, wenn ich jetzt nachts ein Foto aufnehme und dann muss ich meinen ISO erhöhen, damit die Empfindlichkeit des Sensors empfindlicher wird halt, damit halt nachts mehr Licht auf dem Sensor fällt, genau. Und viele sagen halt dann, ja, geh bloß nicht höher als ISO 1600, weil sonst rauscht es wie Sau und macht es auf keinen Fall. Aber es gibt oft Situationen, gerade bei Zeitraffer, vor allem nachts, dann muss ich halt auf ISO 12800 gehen. Und klar, das rauscht und man sieht das Rauschen auch, aber dann ist es halt so. Und man kann das Rauschen zwar rausbearbeiten, das mache ich auch, aber nicht so übertrieben. Also halt ein bisschen, so wie es halt am einfachsten geht, vor allem für Zeitraffer. Und dann ist halt ein leichtes Rauschen vorhanden, aber letztendlich, wenn ich den Film dann auf YouTube hochlade oder so, YouTube komprimiert das eh so, dass man da nichts mehr Rauschen sieht und deswegen, man kann schon mal an die Grenzen der Kamera gehen und nicht gleich sagen, ja, nicht höher als 1600 oder, also da, das sind so ja, ein paar Sachen, die halt eigentlich gar nicht so schlimm sind und die halt immer so schlimm dargestellt werden. Okay. Genau, also man kann ruhig an die Grenzen der Kamera gehen, weil Kameras werden jedes Jahr noch besser und sind mittlerweile so rauscharm, dass man eigentlich gar nichts mehr verhauen kann. Ne? Genau. Gibt es so ein persönliches bestes Bild und eine Geschichte denn da, also wie das entstanden ist? Persönliches bestes Bild, ja, da gibt es schon ein paar Bilder. Also es gibt kein Bild, wo ich sage, das ist mein absolutes Lieblingsbild. Das gibt es nicht, weil ich weiß nicht warum, mir gefallen viele Bilder. Nicht jedes Bild von mir, aber halt viele, wo ich sage, boah, das ist richtig schön oder halt, das gefällt mir einfach. Gutes, bestes Beispiel zum Beispiel, die 13 hinter mir. Das war halt einfach so ein Moment, der halt, wie gesagt, am Anfang war die 13 noch oben, die Spitze war noch Nebel, also noch komplett bedeckt und hat es eben aufgezogen. Und dann hat dieses Licht da halt so reingeschaltet und der Nebel hat sich oben ein bisschen gelockert, sage ich mal. Dann gab es halt die brutal, schon fast surreale Stimmung eben. Und das war halt ein sehr schöner Moment. Und das Schöne dabei ist, ich habe davon auch noch einen Zeitraffer, wo das genau passiert, wie man halt sieht. Erst war es halt noch ein bisschen düster, neblig, nicht so schön. Auf einmal lockert sich der Nebel auf, das Licht scheint rein, es wird total rot am Fels. Und die drei Zinnenspitzen werden quasi ein bisschen freigelegt vom Nebel und dann war die Sonne auch schon weg. Und das Glückliche ist, ich habe das damals einfach als Zeitraffer aufgenommen, wo ich sehr froh drum bin. Für wen machst du das aber? Machst du das für dich? Machst du das, weil du gerne Leuten Gutes tust oder verdienst du damit dein Geld? Also in erster Linie mache ich es für mich, weil ich habe einfach Spaß daran, rauszugehen, also in die Berge zu gehen oder zu reisen, wie auch immer. Und halt schöne Momente festzuhalten. Zum anderen verdiene ich damit auch mein Geld. Zum Beispiel das für Oberstdorf, wenn ich da das Zeitraffer wieder hernehme, das war ein Auftrag. Aber auch für mich eine Herausforderung, das einfach gut zu machen. Weil ich mache das nicht nur, weil ich jetzt Geld dafür bekomme, weil dann, ja, das wird mich nicht reizen. Ich habe da schon den Anspruch, dass ich dann sage, okay, wenn ich das jetzt mache, dann muss es auch gut werden. Das heißt, ich habe einen gewissen Anspruch. Und in erster Linie mache ich es eigentlich für mich. Und was dann daraus wird, das weiß man nie. Also wenn jetzt einer sagt, ich will das Bild jetzt kaufen also auf Leinwand oder so und fürs Wohnzimmer, dann freut mich das natürlich sehr. Und ja, mache ich natürlich schon. Und was auch noch schön ist zu sehen, es gibt oft irgendwelche Kommentare auf Facebook, wo dann Leute kommentieren, dass es eben, sie können nicht in den Bergen sein, weil sie vielleicht nicht hier wohnen. Vielleicht sind sie auch krank und können sie es einfach nicht erleben, weil sie halt nicht hochgehen können, ja, weil sie halt ja, lass einen Rollstuhl hocken zum Beispiel, da kann nicht mehr hochlaufen an schöne Stellen. Klar, man kann auch mit der Bergbahn hochfahren, aber man hat halt dann
wieder viele Menschen und halt keinen besonderen Blick, vielleicht halt schon einen schönen Blick, aber halt kein Bergsee wegen mir oder irgendwie so. Und wenn ich dann so ein Bild hochlade und dann solche Leute sich dann freuen und sagen, ja, vielen Dank fürs Teilen und fürs Zeigen, das ist dann schon schön, wenn man halt dann sieht, dass halt solche Leute sich da freuen. Weil klar, wir können das da hochlaufen, können das selber erleben und halt es einfach erleben und die können es halt vielleicht nicht mehr und dann ist es umso schöner, wenn sich dann so einer freut und dann sagt, ja, danke für diesen Moment. Wenn man diesen Moment quasi einfrieren kann oder einfriert und dann halt dann einfach nicht mehr der Welt schon fast zeigt oder halt den Menschen. Aber in erster Linie meinst du mich. Einfach aus Spaß. Ich finde beide super. Ja. Weil wenn es dir keinen Spaß macht, dann kannst du es gar nicht rüberbringen, was du eigentlich rüberbringen willst. Man muss halt schon, das nimmt halt auch schon viel Zeit in Anspruch. Also es ist jetzt nicht so, ich sage jetzt, boah, ich gehe jetzt mal schnell auf den Berg, sondern ich muss halt dann auf den Berg hoch, mache dann meine Aufnahmen, muss wieder runter, und kleine Nachbearbeitung und so. Und deswegen, also hätte ich dann nicht so das Feuer in mir, dann ja, würde ich es nicht machen. Jetzt kommen so ein paar Fragen, die bekommen alle meine Gäste quasi. Und ich bin gespannt bei einigen Sachen. Berge oder Meer, dein Favorit und warum? Beides. Das geht zwar im Allgäu nicht, aber auf den Lofoten. Da hat man sehr schöne Berge und das Meer quasi unten. Und das ist irgendwie noch schöner als jeder Bergsee, weil... Ja, wie soll ich das erklären? Man sieht die Weite zum einen, also die Weite aufs Meer raus und zum anderen auch wieder diese krassen Bergketten der Lofoten und deswegen ganz klar beides. Stell dir vor, du wärst auf einer einsamen Hütte 3 Monate lang, was würdest du die ganze Zeit machen? Boah, ich würde, glaube ich, nur nackt rumlaufen. Nee, ich wüsste gar nicht. Ich würde die Einsamkeit genießen. Also kaum Menschen oder gar keine Menschen. Einfach mal die Natur so richtig erleben zu können. Also das heißt, klar, man hat eine Hütte, aber halt, wenn es dann gewittert, dann ist es in den Bergen immer noch mal viel krasser als unten im Tal meistens. Und einfach das alles ein bisschen auf sich wirken lassen und wahrscheinlich auch aufnehmen, wenn ich es könnte. Also wenn ich dann die Kamera dabei hätte. Und ich würde es einfach genießen. Jetzt wird es spannend. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang, wobei beides natürlich schön ist und beides ungefähr gleich. Aber Sonnenuntergang hat einen Vorteil, ich muss nicht früh aufstehen. Das heißt, ich gehe abends los, also gegen 18 Uhr zum Beispiel. Sonnenuntergang ist zum Beispiel um 9:30 Uhr. Bin dann gegen 12 Uhr, 1, 2, wann auch immer wieder daheim. Und kann dann quasi am nächsten Tag ausschlafen, also wenn ich jetzt nicht arbeiten muss. Deswegen Untergang. Welches Gadget, also Ausrüstungsgegenstand, darf nie fehlen, wenn du in die Berge gehst? Kamera. Es gibt immer einen Moment, es gab schon oft Bergtouren, dachte ich so, okay, lass die Kamera zu Hause, mach einfach nur eine Bergtour. Und dann war ich unterwegs und auf dem Gipfel oder wo auch immer und habe dann gemerkt, shit, der Moment wäre jetzt so schön, den aufzunehmen. Oder halt festzuhalten. Ne? Ich habe nur mein Handy dabei. Und ich mag es gern qualitativ hochwertig. Das heißt, wenn ich jetzt ein Foto mal mache, dann will ich es nicht nur mit dem Handy machen, außer jetzt ein Schnappschuss oder halt irgendein, was weiß ich, Foto halt. Aber wenn ich jetzt ein Landschaftsfoto mache, dann hätte ich schon gern immer die bestmögliche Qualität. Weil wenn mir das jetzt so mega gut gefällt, dann vielleicht will ich es doch mal ausdrucken oder was weiß ich. Und deswegen, die Kamera nehme ich echt immer mit. Und ich werde auch oft, nicht angefeindet, aber man sagt immer zu mir, ja, du gehst doch auch nur wegen der Fotografie auf die Berge. Und das stimmt eigentlich schon, aber ich gehe auch so gerne in die Berge. Was sind so deine Top 3 Blogs und Ressourcen, also Magazine, Zeitschriften, Webseiten oder sowas für mehr Berge? Also was liest du so gerne oder was guckst du dir gerne an? Also ich guck gern auf Servus.tv Bergwelten, heißt das, glaube ich. Oder halt allgemein Dokumentation über Berge, sei es jetzt in den Dolomiten, Nepal, wo auch immer. Also da gibt es ja meistens auf Servus.tv kommt da schöne Dokumentation. Und ansonsten, ich bin ein bisschen lesefaul. Oder ich lese schon
ich würde schon mehr gern lesen, aber ich schlafe dann immer ein. Das ist ja nicht so produktiv. Deswegen, ich schaue viel im Internet, aber jetzt, da gibt es keinen speziellen Blog oder so. Also ich schaue einfach und was mir über den Weg läuft, lese ich dann genauer und intensiver, aber ansonsten ja. Gibt es ja nichts Spezielles. Stell dir vor, du wärst jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein halbes Jahr in Hamburg, aus welchen Gründen auch immer. Was würdest du gegen Bergwehr tun? Puh, was würde ich tun? Ich würde mir vorher einen Zeitrafferfilm schneiden, der nur mit Bergen zu tun hat, und würde mir dann jeden Tag rein, oder halt dann, wenn ich Bergwehr hätte, anschauen. Oder halt einfach Bilder mitnehmen, aufs Handy laden und dann halt anschauen und Erinnerungen schweifen lassen an die Momente in den Bergen. Also so wie quasi manche einen Flats kriegen, quasi mit einem Kaminfeuer, genau. Machst du das mit den Bergen dann. Genau. Oder einfach wieder heimfahren. Noch besser. Wen würdest du denn gerne mal im Podcast hören? Puh, ich würde mal gerne, nämlich gerne hören. Ich würde mal gerne, Jonathan Besler würde ich mal gerne hören. Der kommt ja quasi von um die Ecke. Der ist quasi um die Ecke, genau. Da gibt es noch die witzige Anekdote, dass wir uns fast auf Madeira getroffen hätten, weil wir waren gleich im Dezember da. So witzig. Ja, stimmt, der war ja auch noch, hat er mir geschrieben, ja. Stimmt. Da war ich auch gerade 5 Wochen da. Ja, cool. Zu allerletzt, wenn die Leute das Zeitraffer-Video laufend neue Bilder von dir sehen möchten. Klar, ich werde auch deine ganze Facebook, Webseite, Instagram und so weiter verlinken, aber wo bist du am aktivsten? Wo können die Leute dich oder das meiste von dir erfahren oder sehen? Entweder auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite oder auf Instagram. Genau, ansonsten, ja, das sind eigentlich die zwei gängigsten Portale, die ich am meisten nutze. Ja, genau. Werde ich auf jeden Fall verlinken. Okay, danke. Und ja, also waren ein paar echt coole Sachen dabei und es war auch mal spannend zu sehen, so mit dem Zeitraffer, weil das da hatte ich tatsächlich noch keinen, der Zeitraffer macht. Also viele machen halt Bilder, viele machen Video, aber so dieses Zeitraffer, das ist nochmal so eine, ja, jetzt Nische, sag ich mal, die tatsächlich noch nicht so oft in meinem Blickfeld angekommen ist. Also es war auf jeden Fall mal sehr, sehr spannend. Vielen Dank dafür. Danke auch. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, als dir vielen Dank zu sagen, dir einen schönen Abend zu wünschen und ich werde auf jeden Fall, wenn ich wieder durch Sandhofen fahre, also sobald das weiße Zeug weg ist, mich mal melden und dann komme ich mal vorbei und vielleicht komme ich da mal mit und gucke dir über die Schulter. Sehr gerne. Dann vielen Dank, Aaron, und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.